Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Grid Autosport Online. Ich habe mir jetzt nämlich überlegt, dass ich mir ein Auto kaufen will. Und zwar, ich weiß nicht, ob ich das Gebrauchtauto kaufen soll. Und zwar will ich mir den Ford kaufen. Die Frage ist nur, wie teuer der ist. Was, der kostet 100? Also gar nicht der. Nicht lieferbar. Aber ich will ja gar nicht der. Ich will ja den. Ich will ja... wo ist er? Hallo? Ist es der? Nee, das, der kostet viel zu viel. Das kann nicht der sein. Okay, Minicup. Ja, den können wir eigentlich kaufen, ne? Mal so schnell 7700 raufkloppen. Ey, Gau, geh mal weg, du Scheißfliege, alle. Aber man muss denken, der kostet schon 150.000. Also das ist anscheinend der Ford. Der kostet viel zu viel. Ich wollte mir den eigentlich jetzt kaufen, aber dann geht das anscheinend ja nicht. Mal schauen, was wir hier noch haben. Hier den Audi. Ah, die sind alle viel zu teuer. Okay. Dann werden wir halt nichts kaufen. Ich wollte eigentlich kaufen, aber dann lassen wir das mal in Ruhe. Ja. Wir wollen jetzt ein Langstreckendingens fahren, suchen. Und die sind alle im Rennen, das ist ein bisschen scheiße. Am liebsten will ich Zeit fahren. Am liebsten. Vielleicht sind die ja gleich fertig. Meine Rondes, die gehen gewoon aan. Motherfuckers. Ja, die sind anscheinend noch im Rennen, dann werden wir die Session jetzt nochmal verlassen. So, gib ihm, gib ihm, gib ihm. Dann werden wir jetzt mal eine andere Fahrzeugdisziplin. Party muss Straßenrennen. Kaufen wir uns mal Straßenrennen. Hoffentlich gibt's da was. Oh, ja. Zeitfahren. Das ist sicherlich geil. Zeitfahren, das habe ich immer gerne. Spielersuche. Ja, komm schon, mach mal. Mach mal hin, mach mal hin. Was jetzt? Warum ist jetzt schon wieder so ein Problem hier? So, mach mal. Ah. So, heute spielt ja auch Frankreich gegen Nigeria. Also, ihr werdet das natürlich schon gesehen haben und so. Aber warum geht jetzt diese Scheiß-Connecting-Scheiße nicht mehr, ey? Ich will jetzt Straßenrennen fahren, und zwar geiles. Und man muss denken, hier sind 11 Fahrer drauf. Das wäre natürlich schon geil, wenn ein bisschen mehr Fahrer drauf sind, aber... Ja, dann werde ich mir halt eine Tourenwagenklasse suchen. Ja, auch alle weg. Ist jetzt ein bisschen scheiße. 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 Na komm schon. Ja, wie lange sind denn die in diesem Rennen noch? Aktualisieren. Aktualisieren. Ah, hier kann man aktualisieren. Okay. Das ist eigentlich ganz schön. Ich musste schnell rein. So, jetzt sind die in der Lobby. Jetzt werde ich beitreten. Und jetzt werde ich denen den Kragen warm oder heiß machen. God fucking damn it. So. Schade. Ja, aber haltet bitte die Schnauze. Hä? Wow! Bereit melden. Ah, wir fahren also hier mit einem Lola oder wie die auch immer heißen. So, wir sind eigentlich alle ready, also ich jedenfalls, und dann werden wir mal mit dem Lola fahren. So, und zwar auf dem Hockenheimring. Wenn ich mich nicht täusche. Boah. Wir wollen ja schnell eine Cola getrunken. Das habe ich jetzt ein bisschen
Schluck auf. Nee, nicht Schluck auf. Schluck auf. Also, hier. Es ist das kein Zeitrennen. Hä? Oder doch? Zeitfahren. Okay. Ah, die Lolas. Welches Auto heißt Lola? Okay, wir starten recht weit hinten. Das ist ein bisschen scheiße wieder. Dann müssen wir uns wieder nach vorne kämpfen, wenn dann die anderen nicht so schnell sind. Außer ich lasse mich natürlich zurückfahren. Warte, Position 10. Dann mach du da mal schön. Wow, aber die Autos sehen geil aus. Bin ja noch nie in Lola gefahren. So, die einen machen sich schon auf den Weg. Die KI. Und jetzt kommt der erste, glaube ich. Jetzt, der jetzt kommt. Kann sein, egal. Jetzt kommen dann gleich wir. So, jetzt sind wir dran. Wow. Wow, also der Lola geht ab. Das Auto ist ja richtig geil. Oh, Achtung. Wow, also das Auto geht wirklich ab. Noch einmal hier schnell 300 Sachen. Mal ganz locker. Gefällt mir, das Auto ist richtig geil. Ich kenne es zwar noch nicht, aber das Feeling scheint geil zu sein. Oh, 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 da hat das Rad eingehakt bei dem Curb. Und deshalb ist es ein bisschen außer Kontrolle geraten. Hier muss man auch keine Angst haben, dass das Auto keine Traktion hat, weil das hat wirklich nur keine Haftung, meine ich. Weil das Auto hat nur Haftung. So, Felipe Santos. An dem fliegen wir mal vorbei. Boah, richtig geil. So, hier anbremsen. Mal schauen, wie viel wir uns verbessert haben. 1,7 Sekunden. Super. Läuft wie geschmiert mit dem Lola. Oh, ein bisschen weit gekommen da. Ich glaube, das ist schon okay. Dennoch 1,6, also etwa gleich wie vorhin. Ja, das war jetzt gar nicht gut. Aber ich glaube, das wird schon reichen. 1,5. Immer noch. Ich muss sagen, der Lola ist geil. Das scheint wieder nach einem Sieg auszuschauen. 2 Sekunden. So. Immer noch 1,2 Sekunden auf No to Racing Cash. Vorsprung und wir sind langsamer jetzt. Eieiei, gar nicht gut. Jetzt müssen wir einen draufsetzen noch. Ich glaube, die anderen lassen ja auch nicht locker. Traktionskontrolle aktiviert.
Ja, jetzt haben wir uns die Zeit ein bisschen wieder zu gut gemacht. So. Das sieht gut aus. Viel besser als in der letzten Runde. Das habe ich auch zuversichtlich, dass es klappt. Ja, nochmal 8 Zehntel. Momentan schneller. So. Jetzt nochmal alles geben hier. Ja, das war nochmal super. Das war nochmal ganz stark. Und wir haben uns nochmal ein bisschen verbessert. Wir hoffen, dass jetzt da niemand noch uns schlägt. Meine 1,8 Sekunden. Ja, ich glaube, es sollte reichen, theoretisch. Ja. Jawohl. Den ersten Hammer. Es sind noch 2 Niederländer, die uns gefährlich werden können. Der eine schafft es auch nicht und der andere. Es wird sicherlich eng. Oh, auch nicht. Also. Das sieht gut aus. Das gefällt mir. Hui. Also, wieder ein Sieg für mich. Ich finde den Lola echt geil. Das gibt nochmal EPs und jetzt sind wir schon Level 3. Und kriegen hoffentlich nochmal richtig Cash. 11.480. Das Anpassen des Schwierigkeitsgrades wirkt sich auf die Belohnung. Okay. Also ich habe nichts dagegen, wenn wir nochmal fahren. Nee, okay, komm, wir suchen eine andere Session. Einfach mal um ein wenig Abwechslung reinzubringen und ich hoffe, wir können jetzt mal endlich wieder Tourenwagen fahren. Verdammt nochmal. In der Lobby, hier. Das ist gut. Komm schon. Joinen. Ja, hoffentlich geht's jetzt. Hoffentlich geht's. Ja, es geht. So, warte mal. Ich nehme... Ich nehme den Chevy mal. Hä? Rennen wird gestartet. Ja so, komm, haltet doch mal die Schnauze, du. Sack. Sind jetzt die schon unterwegs oder nicht? Hey, ich verstehe es nicht. Anscheinend sind die schon unterwegs, okay. Ah, das mit dieser Serversuche, das ist ein wenig scheiße. Ich habe jetzt mal Schnellsuche gemacht. Demolition Derby. Ist das geil. Aber die sind auch schon im Game drinne, deshalb können wir da nicht weiter nachjoinen. Das ist ein bisschen scheiße immer. So. Ja, meine Mutter kam schnell rein. Das hat euch ja hoffentlich nicht gestört. Ihr habt es nicht gehört. Es ist auch ein kleiner Brief für mich eben gekommen, der sehr wichtig ist. Ja, ein ärztliches Zeugnis und ja, das brauche ich. So, jetzt können wir Fahrzeug wählen, den Mini. Und zwar den schnellen, starken Mini. Und warte mal, ich nehme jetzt mal schnell diesen Brief. So. Da steht natürlich mein Name drauf. So, wir werden das jetzt aufmachen. So, der drückt schon wieder nicht weiter. Was ist denn hier los? Ärztliches Zeugnis, super. So, jetzt suchen wir nochmal Tourenwagen. Es gibt doch hoffentlich etwas Cooles hier. Ne, es gibt anscheinend wirklich nichts. Doch eine Scheiße. Langstrecken, gibt es hoffentlich nochmal was Cooles? Ne. Fahrzeug, Open Wheel. Gibt es da was Cooles? Ne. Ah, das ist doch eine Scheiße. Tuner. Gibt's auch nichts. Tuner, Straßenrennen.
Oh, da gibt's aber einiges. In Lobby. Da werden wir da mal nachjoinen, hoffentlich. Und ein weiteres Rennen fahren. So. Fahrzeug wählen. Ah, da kann man einige Autos wählen. Golf R natürlich. Denn ich finde Golf R's sind echt geile Autos. So. Jetzt Street. Und hier warte mal. So, das ist gut, das kann man, ja, okay, ist gut. So, jetzt können wir uns aufs Rennen konzentrieren, auf dem International Istanbul Circuit. Eine Grand Prix-Strecke natürlich. Und es hat endlich mal 2, 4, 6, 18, 11 Spieler. Das heißt, wir brauchen noch einen KI-Fahrer, wenn ich mich da nicht täusche. Ja. So, es geht los. Es geht los, es geht los. Tunen, ich kann da nichts tunen. Fahrzeug tunen. Da brauchst du das gewisse Level. Okay, startet in 14 Sekunden oder so, weiß auch nicht. So. Jedenfalls, wir sind 9 Fahrer. Warum habe ich 11, 2, 4, 6, 8? Ja, ja. Ein bisschen Fahrer gezählt habe ich schon. Und wie ich sehe, sind alle mit dem Golf R unterwegs. Ein wirklich geiles Auto. Das heißt, sie haben auch alle gleiche Dingens. Gleiches Material, außer natürlich das Auto ist getuned. Und es ist auch automatisches Schalten. Was mich sehr erfreut hat, kann ich mit euch ein bisschen mehr reden. Wie wir sehen können, die alten Autos sind da schon getuned. Wie die natürlich am Start ein wenig besser weggekommen sind. Aber wir preschen da gut durch. Schon auf Platz 3. Das sieht gut aus. Ja, wir haben das hier unter Kontrolle. Hui! Golf R, natürlich ein geiles Auto. Wow, von wo kommt denn der her, ey, Alter? So, jetzt ja. Ja, mach doch Platz, du Sau, ey. Und hier noch eine kleine Crash-Situation hier beinahe. Wo ist denn jetzt da der andere wieder? Der No Racing, der ist anscheinend in mir drin. Wow, da ist er ja. Und haha, ich habe die Kurve am besten genommen. Aber diese No Racing hat anscheinend ein getuntes Auto, denn seines läuft ein wenig besser als meines. Obwohl ich jetzt hier den Innenweg habe und natürlich schneller somit bin. Komm schon, du hast keine Chance. Viel Spaß beim Verbremsen. Jetzt kürzt er einfach ab. Und da ist jetzt meine Lenkung wegen dem kastriert, ey. So, jetzt werden wir uns da im Windschatten ansaugen. Ich sehe nichts. So. Ein wenig später bremsen. Gut, die Wege haben wir gut zugemacht. Dass der ja nicht auf die Idee kommt, uns irgendwie zu überholen. So, nach einer Runde sind wir auf Platz 1. Platz 2 direkt hinter uns und dann Platz 3 sehr weit weg. Also, ich glaube nicht, dass die noch ins Geschehen eingreifen können. Also ich muss sagen, Golf R, mein Lieblingsauto. Auch das Auto will ich auch mal richtig fahren, also dann auch kaufen, wenn ich dann den Fahrer, den Führerschein natürlich habe. Werde ich mir so ein Auto kaufen, weil ich bin richtiger Golf-Fan. Also ich finde auch Golf 6 und Golf 5 finde ich geil. Golf GTI und all diese Sachen, das sind geile Autos und auch eben dieser Golf R. Ist ein ganz geiles Auto. Und so, dieser No2 Racing Cash
hängt mir da echt am Arsch. Aber solange er nichts von mir will, also so gemein natürlich überholen, lasse ich mir hier natürlich nicht außer Bahn bringen. So. Jetzt hier runter. Hier kommt er richtig nahe. Also ich glaube, da hat schon ein wenig getuntes Auto. Meine Autos alle nicht immer getuntet. Also gar kein... Was? Was? Ich habe abgekürzt. Deine Mutter hat abgekürzt, ey. Nee, das kann ja nicht ein Ernst sein, oder? Okay, jetzt müssen wir den wieder aufholen. Ja, er hat auch einen kleinen Fehler gemacht. Aber ich glaube, das kommt schon gut. So. Ja, jetzt hat er uns anscheinend geschnappt und fährt da weg. Das war gar nicht gut. Scheiße. Holy shit. Aber hier die ersten zwei Kurven, die zwei hier nehmen wir sicherlich besser. Denn wir sind noch dran, also es kann noch gefährlich werden. Was wäre es, wenn ich den jetzt noch überholen würde? Nach dem Anschein, dass ich langsamer bin. Oh, schön reingedriftet. Also ich glaube, wir fahren etwa auf dem gleichen Niveau. Weil es gibt hier keine richtigen, also keinen, dass ich richtig absetzen kann vom anderen. Wenn er vorne ist, bin ich ein wenig schneller. Und wenn ich vorne bin und er hinten ist, er ein bisschen schneller. Schauen, dass die Traktionskontrolle hier nicht eingreift. Sonst verliert man zu viel Speed. Ja, ich glaube, er hat gewonnen. Obwohl, wenn er noch einen Fehler macht. Ja, das war doch... Ja, okay. Ah, ja, das war wirklich nicht abkürzen. Wir schauen uns den Golf jetzt mal ein wenig von außen an. Den demolierten Golf. Schau mal, wie schön das Auto... Also, schön. Schön ist übertrieben. So. Boom. So, jetzt letzte Kurve. Rausbeschleunigung und auf Platz 2. Ich glaube, das kann sich ja auch sehen lassen. Ah, das kann sich wirklich sehen lassen. Aber der ist ja viel schneller als wir. Gar nicht gut. Aber eben, wir sehen alle auf Golf R unterwegs. Oh. Aber wir zwei, also der No2 Racing Cash und ich, wir fahren in einer, so gesagt, eigenen Liga, weil, schau mal da hinten, da ist ja niemand mehr dran. Ich glaube, das war auch schon das zweite Rennen, wenn ich mich nicht täusche für diesen Part. Ja, ich glaube, das könnte etwa hinhauen. Also wenn euch natürlich die Folge gefällt, dann lasst einen Daumen nach oben. Wenn euch die Folge gefällt, lasst einen Daumen nach oben da. Abonnieren und all das Zeug natürlich auch erlaubt. Und dann sehen wir uns, also ihr seht mich morgen oder hört mich morgen wieder und ich bin jetzt dann noch am Weiteraufnehmen. Also ja. Schauen wir nochmal zuerst, wie viel Geld wir kriegen. Bevor wir noch zu Ende machen hier. So. Kohle. Ah, Fahrzeugbelohnung. Was denn das? Na komm, gleich Level 7 hier. Wir kriegen nochmal
9819. Ja, eben, ich bedanke mich und wir sehen uns dann morgen wieder. Auf Wiedersehen.